Hallo miteinander. Ich bin hier auf einer kleinen Wanderung im Krem am Ruppiner Kanal und hier gibt es mehrere Rundwanderwege. Aber die Strecke hier kenne ich noch nicht. Ich zeige euch da mal was. Schaut mal hier, kann man mehrere Runden wandern und hier ist von 3,6 Kilometer, 4,6 Kilometer, 7 Kilometer, ist hier alles machbar. Ich weiß noch nicht, ich starte jetzt hier oben an dem Punkt, wo in Kremmen am Kanal, wo sich alle Routen treffen. Wie man sieht, ist hier auch ein bisschen Sportbootverkehr. Es ist nicht viel, aber ein paar Schiffe kommen hier immer regelmäßig vorbei, wenn die Schleusenzeiten geöffnet oder geschlossen sind. Hört man den Kuckuck im Hintergrund? Herrlich. Im Moment höre ich noch ein bisschen die Straße, aber die sollte gleich verschwunden sein. Und hier gibt es einen herrlichen Single Trail entlang des Ruppiner Kanals. Ich glaube, das könnte was für mich sein hier. Hier sind halt auch immer wieder Informationsschilder dran. Ich blende euch die immer wieder mal ein. Die sind natürlich klasse auf so einem Lehrpfad. Oh, hier gibt es einen kleinen Bootshafen. Das ist ja interessant. Ein paar Bootshäuser. Und andere Seite der Ruppiner Kanal. Gefällt mir sehr gut hier. Bin ich schon einige Male durchgekommen durch Kremmen und auch schon einige Male lang. Aber dass es hier so schöne Wanderwege gibt, habe ich noch nie gewusst. Heute zufällig angehalten. Ja, dann kann ich gleich eine Runde machen. Kanuten sind auch einige unterwegs. Kanuten und Stand-up-Paddler. Und wenn das hier so schön ist, glaube ich, werde ich hier demnächst irgendwann mal mit meinem Packraft eine kleine Wanderung machen, ein paar Kilometer und dann wieder zurück paddeln. Das steht jetzt auf meiner To-Do-Liste. Wie man hier vielleicht sieht, ist die Uferbefestigung hier erneuert worden und ich denke mal, so ungefähr wird es auch sein, auf meinem alten Platz, wo ich immer gestanden habe, wo jetzt die Baustelle ist, der ist auch wirklich nur, weiß ich nicht, vielleicht 2-3 Kilometer von hier entfernt. Es ist nicht weit. Und da sind ja Bauarbeiten, deshalb ist
dort der ganze Uferbereich gesperrt und ich komme nicht mehr hin. Da musste ich mir heute eine Alternative suchen. Aber die gefällt mir auch ganz gut. Es gibt auch ein paar schöne Bänke am Ufer. Mal gleich mal nutzen. Das Einzige, was ich hier mitbekommen habe, ich bin schon ein bisschen von den Mücken zerstochen. Es gibt hier eine ganze Menge Mücken. Schaut mal meinen Blick hier. Da kommt noch ein Stand-Up-Paddler. Und da bin ich hergekommen. Zum Paddeln ist es hier bestens geeignet. Dadurch, dass es hier auch Schleusen gibt. Hier ist fast überhaupt keine Strömung. Die ist nur ganz minimal. Hier kann man auch gut in beiden Richtungen paddeln. Selbst mit dem Packraft ist es möglich. Hier kommt schon das nächste Schild. Jetzt haben wir den Biber. Oh, ganz schlecht. Ich habe gerade mein Kameramikrofon, mein Mic 2 verloren. Das hatte ich hier oben an meinem Rucksack dran. Ne? Wie ihr seht, jetzt ist es hier an meinem Hemd. Und als ich eine Aufnahme starten wollte, war das Mikrofon nicht verbunden. Dann habe ich mitbekommen, das ist abgefallen. Dann muss ich eben noch mal ein paar Meter zurücklaufen. Und als ich die Kamera eingeschalten habe, sieht man ja oben den Balken, dass das Mikrofon verbunden ist. Das heißt, das Mikrofon muss irgendwo in der Nähe sein, aber es war nicht zu finden. Habe ich 10 Minuten gesucht und rauszufinden mit ein bisschen Rufen und Schreien, wo der Balken weiter ausschlägt, dass ich dem Mikrofon näher komme. Und mit meinem Gesicht auf die Erde gewandt, habe ich alles abgesucht und habe dabei gar nicht bemerkt, dass ein Wanderer das gefunden hat und hat es bei der Brücke aufs Geländer oben raufgelegt. Aber jetzt habe ich es wieder, ein Glück. Hier wird der Ruppiner Kanal breiter. Hier kommt der Kremner See. Er ist nicht groß, ist nur eine kleine Verbreiterung vom Kanal. Aber sieht auch ziemlich gut aus. Ich sehe sogar noch ein Hausboot vor mir. Steht hier am Ufer. Mit so einem Hausboot war ich auch schon öfter unterwegs. Das ist eine tolle Sache hier in Brandenburg. Hausboot-Touren. Seht ihr? Ein Eisvogel habe ich auch schon gesehen. Hier der Eisvogel. Die scheinen ja an der Marina zu liegen, zum Vermieten. Ich bin jetzt hier auf so einer kleinen Landspitze. Hier ist es Schluss. Hier geht es nicht weiter. Ich muss hier ein paar Meter zurück und dann gibt es einen kleinen Umweg durch den Wald, ein paar Meter, weil hier irgendwie die Marina oder so ist hier Schluss. Aber ich habe gesehen, es sind nur ein paar Schritte und dann kann ich das umlaufen. Hört ihr die Vögel? Völlige Stille hier, nur das Zwitschern der Vögel. So kann man das aushalten. Ich habe jetzt hier gerade noch so einen kleinen Schleichweg gefunden. Also der offizielle Weg geht nur 100 Meter weiter. Aber schaut mal hier. Hier scheint es so einen kleinen Schleichweg zu geben. Das ist ja ein voller Dschungel mit Farn.
Aber es gibt hier eine Menge Mücken. Ich habe schon einige Mückenstiche hinter mir hier. Oh, interessant. Hier geht es ein Stück durch den Wald. Eine schöne Eichenallee. Spendet schön Schatten hier. Heute ist schön warmes Wetter. Mal sehen, ob ich da hinten wieder reinkomme an den Kanal oder an den Kremner See. Hier der Efeu am Baum. Hinter der Sea Lodge gibt es hier so einen Weg, der heißt zu den Lauben. Das sind so, wie man bei uns sagt, Laubenpieper, die hier ihre Kleingartenanlagen haben oder ihre kleinen Grundstücke. King Kong ist auch dabei. Hier war es eben ein kleines bisschen lauter, weil hier ist gleich neben der Seelodge ist ein Angelverein, Kremner See. Und weil heute der Herrentag ist, haben sie dort ein bisschen gegrillt und gefeiert. Aber es sind nur ein paar Meter. Jetzt ist es wieder schön ruhig hier. Die kleinen Häuschen, die stehen hier alle auf dem Wasser. Das sind alles so eine Bootshäuser oder Wasserbungalows. Ist auch natürlich schön, ne? Eine kleine Birkenallee. Hier noch die letzten Häuschen auf dem Wasser. Jetzt wird der Graben auch ziemlich klein. Wasserwirtschaftliche Anlage. Schöpfwerk Krim. Das wird benötigt, um die Wasserstände zu regulieren für die Landwirtschaft. Hier ist jetzt endgültig Schluss mit dem Graben. Im Hintergrund sehen wir die Stadt Krem und ich gehe jetzt hier die rote Runde, ist jetzt wieder über die Wiesen zurück. So, über die Wiesen hat natürlich auch was, ist auch nicht schlecht. Es müsste jetzt eigentlich, wenn ich es richtig gesehen habe, die rote Runde sein. Die war irgendwie 5,5 oder so Kilometer. Und es kann natürlich auch gut passieren, wenn ich die Runde nachher zu Ende habe. Ich bin jetzt hier am weitest entferntesten Punkt. Und wenn ich die Runde beendet habe, dass ich noch in die andere Richtung etwas am Mopina-Kanal entlang laufe.
Mal sehen, wie es da aussieht. Noch geht es mir jedenfalls gut. Noch habe ich Energie. Das ist jetzt hier ein kurzes Stück durch den Ortrand. Und dann müsste eigentlich hinter den Häusern gleich das Scheunenviertel von Krim erscheinen. Das ist ziemlich interessant, das Scheunenviertel. Ich kenne sowas hier aus unserer Region in Brandenburg. Es gibt es in mehreren Dörfern. Krim ist ja nur eine kleine Stadt. Und so im 17., 18. Jahrhundert kam es öfter zu verheerenden Bränden, weil so die Bauern mit ihren vier Seitenhöfen, die waren die Dächer noch mit Schilf gedeckt, die Scheunen waren voller Stroh. Und dann kam es zu verheerenden Bränden, wo manchmal ganze Dörfer abgebrannt sind. Und deshalb hat man in vielen Gemeinden hier in Brandenburg beschlossen, dass man nach so einer Katastrophe die Scheunen außerhalb des Ortes verlegt. Und das gibt es hier in mehreren Gemeinden, so eine Scheunenviertel heißen die, wo man die Scheunen konzentriert gebaut hat. Heute befindet sich hier im Kremner Scheunenviertel, befinden sich so Künstlergalerien, Café und all so ein Kleinkram. Wir schauen mal, ob wir da noch vorbeikommen, dann zeige ich euch das mal. Hier entstehen gerade die Eigenheimsiedlung auf der grünen Wiese. Ich habe auch gesehen, dass hier so gut wie alle Autos Berliner Kennzeichen haben. Also die Großstädter ziehen aufs Land. Ob das für die Gemeinde gut ist, dass so die Ackerflächen und Grünflächen alle bebaut werden, wie ihr hier drüben seht. Vorher war hier alles Landwirtschaft und Grünfläche. Das müssen die Gemeinden ja alleine für sich wissen. Aber mittlerweile ist es ja so, dass Fläche auch ein echtes Problem ist. Es ist nicht immer gut, alle Flächen zu versiegeln. Also alle Fahrzeuge, die vor den Neubauten standen, hatten Berliner Nummer. Und ich sag mal, bei den derzeitigen Mietpreisen in der Stadt kann man sich auch keinem verdenken, dass er für die hohen Mieten lieber ein Familienhaus hier im Speckgürtel von Berlin baut. Ich weiß nicht, ob das mit der Wohnungspolitik alles so richtig ist oder ob man da vielleicht mal eingreifen sollte. Hier sind wir im Kremener Scheunenviertel. Thank you.
So, das letzte Stück zurück, ich weiß nicht, vielleicht ein Kilometer oder so, geht es entlang an einer stark befahrenen Straße. Aber es gibt hier einen Rad- und Fußweg. Das ist jetzt hier nicht so prickelnd. Ich bin hier am Ausgangspunkt meiner Tour wieder angelangt. Ich gehe jetzt hier noch ein paar Meter in die andere Richtung am Kanal entlang, mal um zu erkunden, wie es da aussieht. Ich nehme euch mit. Noch ein paar Meter und dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. Hier habe ich meine Runde begonnen und wieder beendet. War eine sehr schöne Runde am Kanal, aber die letzten Meter waren hier an der Straße entlang. Das war nicht so prickelnd. Ansonsten war es gut. Wenn es euch gefallen hat, schaut wieder rein bei Prignitz Outdoor. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.